Meine lieben Geschwister, Gesundheit und medizinische Versorgung gehören immer mehr zu Luxusgütern. Ja, für den normalen Bürger ist es ein Luxus und kein Recht mehr. Das Gesundheitswesen und die Medikamente werden privatisiert. Man schlägt damit in Zeiten der Epidemie Profit. Durch die Privatisierung der Pharmaindustrie und vieler Krankenhäuser sind Medikamente und medizinische Versorgung für viele Menschen unzugänglich geworden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith bei Bukhari, jeder von euch ist ein Hirte und ist verantwortlich für seine Herde. Und er sallallahu alaihi wasallam trug diese Verantwortung auf Schultern und führte sie am besten aus gegenüber seiner Herde. Er war der Führer der Muslime im Staat und sorgte für Sicherheit und Zufriedenheit. Das, was sich doch heute jeder Bürger, egal wo er lebt, wünscht, Sicherheit und Zufriedenheit. Es ist die Aufgabe eines Staatsführers, sicherzustellen, dass die Grundbedürfnisse der Bürger gestillt werden. Einer dieser Grundbedürfnisse ist die Gesundheitsversorgung, die ein Staatsführer jedem Staatsbürger zur Verfügung stellen muss. Und wer ist uns darin ein besseres Vorbild als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der von Allah subhanahu wa ta'ala als Barmherzigkeit entsandt wurde? Das, was ich nun zitiere, ist ein Brief eines jungen Franzosen aus dem 10. Jahrhundert geschrieben, aus einem Krankenhaus in Cordoba. Dieses Schreiben soll uns das Gesundheitswesen unserer islamischen Geschichte aufzeigen. Lieber Vater, du hast in deinem Brief erwähnt, dass du mir etwas Geld schicken möchtest, damit ich hiermit meine Medikamentenkosten zahlen kann. Ich sage dir, ich brauche es nicht, weil die Behandlung in diesem islamischen Krankenhaus kostenlos ist. Außerdem gibt es noch etwas anderes, was dieses Krankenhaus betrifft. Dieses Krankenhaus gibt jedem Patienten, der bereits gesund geworden ist, neue Kleidung und 5 Dinar, damit er in der Zeit der Ruhe und Erholung nicht gezwungen ist zu arbeiten. Lieber Vater, wenn du mich besuchen möchtest, findest du mich in der Abteilung für Chirurgie und Gelenkbehandlung. Wenn du durch das Haupttor kommst, gehe in die Südhalle, wo du die Abteilung für Erste Hilfe und die Abteilung für Krankenhausdiagnose siehst. Dann findest du die Abteilung für Arthritis, Gelenkerkrankungen. Neben meinem Zimmer findest du eine Bibliothek und einen Saal, in dem sich die Ärzte treffen, um die Vorträge der Professoren zu hören. Auch dieser Saal wird zum Lesen genutzt. Die gynäkologische Abteilung liegt auf der anderen Seite des Krankenhaushofes. Männer dürfen sie nicht betreten. Auf der rechten Seite des Krankenhaushofes liegt ein großer Saal für den Heilungsprozess. Hier verbringen sie Zeit der Ruhe und Genesung für einige Tage. Dieser Saal enthält eine spezielle Bibliothek und einige Musikinstrumente. Lieber Vater, jeder Ort in diesem Krankenhaus ist sehr sauber. Betten und Kissen sind mit feinen Tüchern bezogen. Was die Bettbezüge betrifft, so sind sie aus zartem, weichem Plüsch gefertigt. Alle Zimmer in diesem Krankenhaus werden mit sauberem Wasser versorgt. Dieses Wasser wird durch Rohre in die Zimmer geleitet, die an einen breiten Wasserbrunnen angeschlossen sind. Nicht nur das, sondern jedes Zimmer ist auch mit einem Heizofen ausgestattet. Was das Essen betrifft, so wird immer Huhn und Gemüse serviert, sodass einige Patienten das Krankenhaus wegen ihrer Liebe und ihres Wunsches nach diesem schmackhaften Essen nicht verlassen möchten. Allahu Akbar! Was für eine Fürsorglichkeit, was für eine Betreuung, was für goldene Zeiten! Es waren glorreiche Zeiten, wo das Gesundheitswesen nicht an erster Stelle an seine Tasche gedacht hat, sondern an das Wohlergehen seiner Bürger. Die Gesundheit der Bevölkerung stand im Vordergrund, Zeiten, die wir vermissen. Ein US-amerikanischer Historiker und Schriftsteller, Will Durant, sagte, der Islam ist weltweit führend darin, gute Krankenhäuser zu schaffen und sie mit ihren Bedürfnissen zu versorgen. Ein Beispiel dafür ist das Krankenhaus, das 1160 von Nur ad-Din in Damaskus gegründet wurde. 3 Jahrhunderte lang wurden Patienten kostenlos behandelt und mit Medikamenten versorgt. Historiker sagen, dass es wie eine Flamme war, die 267 Jahre lang glüht. Ich frage euch, wie viele Menschen gibt es heute, die krank sind, aber sich nicht behandeln lassen können, weil die Kosten viel zu hoch sind? Man lässt die Menschen wortwörtlich verrecken, weil sie es sich nicht leisten können. Es war der Islam, der vorgelebt hat, Verantwortung gegenüber seinen Bürgern zu tragen. Dieses Gesundheitssystem unterscheidet nicht zwischen Arm und Reich oder zwischen einem Herrscher und einem Bürger. Ein solches System vermittelt doch ein Gefühl von Sicherheit und Zufriedenheit. Das ist es, was der Islam in seiner Geschichte erreicht hat. Und abschließend möchte ich euch fragen, wer ist der Hirte dieser Umma? Wer fühlt sich heute verantwortlich gegenüber der Gesundheit von Milliarden von Muslimen?